Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. Wir sind gerade dabei, den Gegner ein bisschen zu ärgern, oder wir haben ihn schon bei seiner SH-Dev geärgert. Man hat ja gestern gesehen bei dem Video, dass sie bei uns schon keine Chance hatten. Wir hatten am Ende auch 9,1 T-Punkte in beiden Kategorien eben mehr. Das heißt, wir hätten die auch so verteidigen lassen können, ohne dass wir agieren, hätten sie nicht genügend Punkte machen können. So, wir haben jetzt den 90 Millionen. Oh, das wird, glaube ich, ausreichen. Jetzt kommen ja noch ein paar. So, ich zeige euch jetzt mal ein paar Screenshots, paar Berichte. Und zwar, na gut, das ist ein Bio. Attacke erfolgreich. Sie wollten nachfüllen. Wir haben angegriffen. Haben sie gut rausgehauen. So, dann wäre ich hier ebenfalls nochmal. Obwohl die ein bisschen mehr waren, haben wir immer noch gut gewonnen. Wir hatten leider ein paar Fehlgriffe. Das war, weil einige leider die Booster vergessen haben. Ist aber nicht ganz so schlimm. Zumindest haben wir ganz gute Punkte gemacht. Okay. So, dann zeige ich euch mal, wie es jetzt gerade steht. In der letzten Nacht hatte ich uns den Pop-Punkt geholt. Den haben wir dann mit zwei, drei weiteren Personen nochmal ein kleines bisschen ausgebaut. Ja, so steht es jetzt gerade. Da fehlen noch, ich glaube, ein oder zwei Attacken in der Punktebewertung, haben jetzt schon knapp 63 T-Punkte, sind damit in der Rangliste auf Platz 3. Hoffentlich legen die noch ein bisschen nach, damit wir noch ein paar Punkte machen können, um uns eben den Platz auch zu sichern. Einige werden noch trainieren, das heißt, da kommen noch gute Punkte dazu, vielleicht sogar Platz 2, werden wir sehen. Im Clan-Event Feinde zerstören haben wir jetzt eine halbe Trillion Punkte, sind auf dem Platz Nummer 2. Vielleicht schaffen wir es noch, Platz 1 zu bekommen. Werden wir mal sehen. Aber auf jeden Fall nicht schlecht. So. Alle, die können, bitte in OS. So, wie viele sind wir denn? Wir sind 90 Millionen. Gut, dann muss ich die kleinen Ticken früher reinschieben. Aber sollte kein Problem sein. So, wir kontrollieren auch nochmal. Wichtig ist natürlich immer die Attacke nur reinschieben oder reinwerfen, wenn es auch Sinn macht. Sprich, wenn ihr, ihr müsst wissen, wie stark seid ihr im Gegensatz zum Gegner. Wie stark ist der Gegner? Ihr müsst einschätzen können, sind da viele Doppelhelden mit bei und. Natürlich die OS-Skillung sollte der Attackenmacher haben. Und was ebenfalls sehr wichtig ist, permanent spionieren. Einer ist schon weggegangen, zwei sogar. Es sind schon ein paar raus. Es kann sein, dass sie nicht mehr verteidigen. Eventuell verteidigen sie nicht mehr. Ein paar sind weggesprungen. Ja, wäre schade, denn am liebsten würden wir noch einmal so einen Hit landen. Weil es war schon sehr nett. Natürlich immer wegen diesen Bogenschützen. Meine Mörder sterben sofort. Ich glaube, ich habe nur eine Attacke. Hier, eine Attacke ist auch mal fehlgeschlagen. Da war einfach, da hat die Berechnung so Ewigkeiten gedauert. Ich habe reingeschickt, als 60, 70 Millionen angezeigt worden sind in der Spionage. Und als unsere Truppen hier schon angekommen waren, ist nichts passiert. Und der Gegner hatte hier noch komplett schön weiter reingepumpt, bis die komplett voll waren. Und das war dann natürlich ein Fail. Und deswegen haben wir auch die Attacke leider versiebt. Aber ist nicht schlimm, hat uns keinen Abbruch gebracht. Wir haben ja deutlich mehr getötet, mehr gewonnen als verloren. Von dem her, ich bin gespannt, wenn hier die Punkte komplett aktualisiert sind, wie viele wir dann haben hier. Denn wir sollten eigentlich deutlich, deutlich mehr noch bekommen. Und mal sehen. Es läuft jetzt noch 8 Minuten. Mal sehen, ob da noch welche mitmachen oder nicht. Oder ob diese 6 Kategorien, diese 5 Typen für sich aufgegeben haben und der Rest macht noch weiter. Werden wir gleich mal agieren und sehen. So. Wunderbar. Ja, definitiv, das wird auch vom CWC-Punktestand definitiv unser Rekord. Mal gucken, vielleicht schaffen wir 70 T. So mit Training und so. Man sieht, der Gegner hat hier extrem losgelegt mit dem Training hier. Oh, oh, oh. Oh ja, die machen.
Die schicken los. Schicken wir ebenfalls los. So, gucken. Und jetzt rein. Jetzt. Und komm. Wir sind nur 100 Millionen, aber wir haben die rausgehauen. Bam. Ja, wunderbar. Damit haben wir auch nochmal so ein paar schöne Punkte gemacht. Sehr schön. Und damit haben wir nochmal dem Gegner so einen kleinen Abschiedsgeschenk dagelassen. Sehr gut. Danke euch. Schade, ich hatte gehofft, so, dass wir so bei 110, 120 Millionen vom Gegner was erwischen. Ja, die pumpen jetzt rein. Kann uns aber egal sein. Wir können ja mal kurz spionieren. Schild direkt natürlich setzen. Und mal gucken, was die da jetzt drin haben. Und man siehe 40 Millionen. Okay. Ja, das bringt nichts. Ich glaube, das ist nur eine Verzweiflung jetzt von denen. Die können ja voll machen. Komm, noch eine. Noch eine, mal gucken. Ob das Sinn macht? Nee, die schicken da mal weiter rein. Nein. Ist genug. Die machen gerade voll. So, wir können ja noch mal kurz eben gucken. Das macht nämlich jetzt auch keinen Sinn. Die wollen einfach nur Charts machen oder versuchen, dass sie doch deffen oder. Das macht einfach keinen Sinn. Da die schicken immer weiter rein. So. Ja, das macht wenig Sinn. Müssen dafür voll sein. Gehen alle schon raus. So, das hat sich schon erledigt. Ja, also, vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Jetzt habt ihr auch gesehen, wie wir eine OS machen, wie wir sie planen, und. Vielleicht hat es ja geholfen. Das war auf jeden Fall sehr schmackhaft. Haben über das Doppelte gekillt als verloren, also optimal. Sehr schön. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Kommentar da, ein Gefällt mir Button. Und wenn ihr zu den 70% der Leute gehört, die die Videos gucken, aber noch kein Abo bei mir haben, damn, dann holt das doch mal nach. Oben links könnt ihr jetzt einmal auf Abonnieren klicken, kostet nichts und ihr unterstützt mich dabei. Also, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.